Weil spätere Minecraft weiß ich ja, wie man das macht. Habe ich auch schon mal gebaut. Ich habe aber keine Ahnung, ab wann das hier funktioniert. Weil Tick-Speed, keine Ahnung. Redstone verbuggt, Pisten sind verbuggt am Anfang. Aber ein Fallgitter werde ich hier auf jeden Fall reinbauen. Das steht für mich fest. Es ist halt einfach auch ein viel geilerer Eingang und ein Schaf. Wolle immer mitnehmen. Brauche ich. Vor allem für hier oben. Es soll ja richtig schön aussehen hier oben. Ich meine, das Cobblestone bauen kann jeder. Vor allem eine Burg. Deswegen machen wir die Burg hier gleich von vornherein so anders, dass alles quietscht. Ja. So. Das sind noch vier Spitzhacken. Und jetzt sieht man auch, dass wir gar nicht mal so wenig Stein haben im Moment. Ist auch gar nicht mal schlecht. Weil Stein ist cool, wenn man hat. So, und wie viel Abstand haben wir denn jetzt eigentlich? Ein Fünfer Abstand. Ich glaube, was noch gehen würde, wäre ein Siebener Abstand. Ich will jetzt hier mal intelligent ausleuchten. Also der kommt einfach mal in die Mitte, weil er da alles ausleuchtet. Dir kommt dann hierhin und dahin. Sieben. So, na. Schon jetzt haben wir dann auch wieder den 7. Abstand. Das ist ja immer so, in der Mitte steht immer so ein Muster. Da müsste das eigentlich sehr, sehr, sehr hell werden. Und nicht allzu viele Fackeln verbrauchen. Ich hoffe mal, dass da noch keine Spots entstehen, in denen trotzdem noch Monster spawnen können. Wäre uncool. Aber theoretisch ist ja kein Block weiter von einer Fackel entfernt als vier Blöcke. Es kann eigentlich, kann dann ja nichts mehr spawnen. Also hoffe ich mal. Alles andere wäre blöd. Ob es dann auch optisch so hell ist, weiß ich dann nicht. Das bleibt dann zu sehen, wie hell das sein wird. Aber ja, darüber mache ich mir jetzt noch keinen Kopf, weil das soll einfach in erster Linie eine schöne Fläche werden. Und wenn die dann halt erstmal so in dem Stil ausgeleuchtet ist, kann man da auch viel mehr bauen. Also halt wirklich viel mehr. So. Jo. So. So ist das geil. Schön, schön, schön. Gut. Und es wird dunkel. Nein, ich will nicht, dass es jetzt dunkel wird. Gut, andererseits sehen wir dann auch gleich, ob die meine Idee funktioniert. Also erstmal schon mal bezüglich Helligkeit. Und also wie hell es für mich ist beim Bauen. Zweitens, wie es mit dem Spawnen tatsächlich aussieht.
So. Voilà. Na komm. Weil, Alter, ich komme hier einfach an keine Sachen ran. Ja, doch. Ist schon recht hell. Kann man auf jeden Fall anbieten. Jetzt erst mit den ganzen Bäumen hier wieder abfällen. Für Holz. Beziehungsweise für Freiraum. Weil ich sehe nichts mehr vor lauter Bäumen. So. Gut. Da fahren sie sogar Schafe. Das ist cool. Dab, 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 dab. So. So kann man sehr schön Materialien sparen. Aber ob man das wirklich braucht, vor allem bei Bäumen, ist natürlich die andere Frage. Bei Steinwerkzeugen kann man damit mit Sicherheit gut die Haltbarkeit in die Länge ziehen. Bei Eisen dann aber. Bei Stein brauchen wir es eigentlich, weil Stein ist eine unendliche Ressource. Eigentlich. Wenn man sich hier so mal die Map anschaut. Ich glaube nicht, dass uns irgendwann mal hier realistisch Stein ausgehen wird. Und ja, man sieht ja auch vom Licht her, es geht eigentlich. Also man sieht was und man spawnt hier anscheinend halt auch nicht. Das ist ja eigentlich das primäre Ziel gewesen des Ausleuchtens hier. Von dem her passt schon. Ich glaube, vielleicht sollte ich dann beim nächsten Gelände, dass ich systematisch ausleuchte, ein bisschen weniger Abstand lassen, damit das Licht geschlossener rüberkommt. Aber ich glaube, notwendig ist es nicht. Für die Sicherheit. Oh je, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sich unser Steinvorrat jetzt, wenn wir das hier fertig haben, massiv wieder verkleinern wird, weil, boah, der Berg einfach nicht mehr so hoch war, als er hier war. Und deswegen kein Stein mehr da sein wird. Was dann wiederum echt blöd wäre. Okay, da unten ist schon Erde. So, und jetzt erstmal hier geradeaus durchgehen. So. Ja, gibt schon. Das ist doch schon recht nett. Aber ich weiß nicht, ob ich. Also hier würde sich eigentlich eine diagonale Mauer gut anbieten, aber ich weiß nicht, ob ich diagonale Mauern dann machen will. Ich glaube, das ist mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das so gut umsetzen kann. So. Weil sieht man jetzt, dass es hier sehr dunkel ist. Von dem her werden wir jetzt hier erstmal wieder ausleuchten. Ich sage ja, ich kaum noch Fackeln. Oh. Herrje. Erstmal wieder hochgehen. Und wieder in viel zu vielen Bäumen stehen.
Aber angenehm, dass da unten zumindest keine Wolken mehr rumgurken. Da sieht man gleich viel mehr. So, erstmal wieder ein bisschen Leben holen und dann Schaufeln machen. Und was vielleicht auch sinnvoll ist, wieder ein bisschen Erde in die Kiste reinlegen. Die Wolle einfach wieder reinlegen, weil wie gesagt, ich werde die Wolle hier noch sehr viel brauchen für die Häuser da, die hier reinkommen. Zumindest habe ich vor, die Häuser aus Wolle zu machen. Ob das so eine gute Idee sein wird, wegen Feuergefahr, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, solange wir kein offenes Feuer irgendwo bauen, sollte da auch kein großartiges Problem dann entstehen. So. Ich könnte jetzt hier noch wieder ein paar Bäume fällen. Solange die Axt noch da ist. Ah, hier ist es. Vorne Baum ist jetzt auch mal gewachsen. Auch cool. Es ist echt interessant, dass hier so wenige Monster spawnen tatsächlich. Und auch hier unten. Warte mal. Doch, ist schon auf hart. Ist schon interessant. Und die Schafe spawnen auch neu. Gut, jetzt. Ich sehe halt wirklich keine Monster, ne? Okay, dann lassen wir hier noch einen Erdklotz stehen. Hier dann nicht mehr. Das dann auch hier so lassen. So. So. Jetzt haben wir hier auch wieder die Mauer im schönen Stile. Und hier dann auch wieder den durchgehenden Wehrgang. So. Oh ne, warte, hier muss dann. Ah, hier kommt ja wieder der Turm hin, ne? Genau. So. Jetzt sieht man hier schon, haben wir eine kleine Fläche erschaffen. Die zu den Seiten hier zumindest relativ wurzelig erscheint. Oh Gott, Schafe. Dann müssen wir hier wieder runter. Später wird dann wahrscheinlich so, wenn ich eine Stadt wirklich mache, dann wird so die ganze Stadtmauer aussehen, befürchte ich fast. So, sieht man auch mal wieder mehr. Okay. Gut. Dann hier wieder hochbauen. Alter. So, lala. Gut. Sieht doch schon mal sehr toll aus. So. Und ich glaube, hier machen wir dann auch noch eine
solche Nischen.